Halli, hallo, hallöle. Ich wollte dich gerade einen Kosenamen geben, dann dachte ich mir, na, lieber nicht. Der eine oder andere mag das vielleicht nicht. Ich hätte sonst meine Schnuffelmäuse gesagt, aber nun gut, das lassen wir vielleicht lieber. Wir gucken erstmal, was der Pullover hier so kann, indem wir ihn erstmal reparieren. Der ist wirklich wunderschön, dieser Pullover. Mein Vater. Mein Vater hat ein Pullover. Dieser Pullover ist aus rotem Samt. Samt an sich ist schon so eine Sache. War ja anscheinend, wie ich immer den Sachen in diversen Modeläden entnehmen konnte, anscheinend voll trendy. Tatsächlich habe ich mich auch hinreißen lassen und habe mir ein rotes Samtkleid gekauft, aber sehr schlicht und ich glaube, das sieht ganz gut aus. So, das hatte ich mir für Weihnachten gekauft, wie auch immer. Und mein Vater aber besitzt schon seit einer kleinen Weile hat diesen roten Samtpullover. Dazu sei gesagt, mein Vater ist fast 2 Meter groß. Jetzt nicht mehr ganz so, wegen seiner Hüfte. Ist ein bisschen geschrumpft tatsächlich. Hat aber auch ein gutes Gewicht. Also ich kenne meinen Vater, glaube ich, gar nicht ohne Bauch. Und dann über dieser Gestalt von diesem Bauch, dieser rote Samtpullover darüber. Puh, ja, das ist dann, irgendwann habe ich ihm das mal gesagt und meinte, Mensch, Papa, dieser Pullover ist wirklich ausgenommen hässlich. Er hat es mir auch nicht übel genommen. Seitdem nimmt er diesen Anlass, oder nimmt er das, diese Aussage als Anlass, wenn jetzt zum Beispiel meine Eltern mich gefragt haben, wie mein Geburtstag, weil ich habe ja immer jetzt Geburtstag und meinten dann, was ich mir so vorgestellt habe, so, wenn ich es nicht schaffe, in die Heimat zu kommen, können sie auch gerne herkommen und so. Und dann meinte mein Papa nur im Hintergrund, hat er gehört, wie er dann gesagt hat am Telefon, so egal, für was ich mich entscheide, es ist gar kein Problem, er zieht auch den roten Samtpullover an und da musste ich ja schon wieder lachen. Ja. Ach ja. Väter. Oh, wegen meiner Story habe ich vergessen, den Pullover weiterzumachen. Das ist gut. Ich kann mich wirklich bombenmäßig konzentrieren. Wirklich richtig, richtig gut. Tja. Tja, das ist nicht gut. Ist schon wieder Abend. Wenn das... Oh Gott, nee. Wenn das mit Rehfell passieren würde, würde ich mir so einen Arsch beißen. 81. Und jetzt ist so ein Sturm draußen. Werd bekloppt. Müssen wir sowieso reparieren. Ich meine, wir sind nicht weit weg von Häuschen. Ist ja gleich über uns. So, jetzt guck mal. Erstmal, jetzt bringt der wahrscheinlich gar nichts. Der ist bestimmt voll... Das ist ganz gut. Das ist einfach nur schwer. Ja, wird angezogen. Let's go. So, weiter geht's hier im Fröhlichen. Wir durchsuchen Milton. So. Wir durchsuchen Milton und finden einfach nichts. Total blöd. Aha. Sehr, sehr gut. I could eat a horse. Meine Güte, Anna. Jetzt aber hier, ne? Jetzt wird's so aggressiv. Komm, wir essen. Pfirsiche. Die guten Dosen Pfirsiche. Ich frage mich, weil ich das letzte Mal in meinem Leben eine Dosen Pfirsiche gegessen habe. Schon momentär, glaube ich. Ist die eigentlich immer nur frisch? Aber nicht aus der Dose. Reicht das erstmal? Das ist mal ein bisschen... Ja, genau. Schon wieder zig Trillionen Liter Wasser. Klettersocken, die nehme ich mit als Ersatz. Ich nehme erstmal, wie gesagt, ich nehme erstmal alles mit, was hier rumliegt. Sortieren kann ich immer noch später. Sagte sie und wusste nicht, wie Sortieren funktioniert. Aber erstmal, ach Gott, ja stimmt, das ist ja das Haus hier. Mit dem Teddybär. Waren wir im Story-Modus in diesem Haus? Und wie ist mir gerade so, als ob wir das gar nicht mitgenommen haben? Kann aber auch sein, dass ich mich irre. Das möchte ich gar nicht in Frage stellen. So, wo ist denn hier die Tür? Ach so, da.
Keller? Nein, Keller geht's nicht. Alles klar. Dann hätten wir erstmal die groben Häuser, die so mir gerade hier. Wir könnten halt höchstens noch zur Schule gucken. Liegt hier zufällig ein Messer oder irgendwie irgendwas? Ein Wettstein, den nehme ich auch. Quatsch, nehme ich mit. So. Wo ist denn hier der Wolf? Einfach nicht mehr da. Der Wolf ist einfach nicht mehr da. Schäm dich, Wolf. So. Dann müssen wir halt wieder mal was hier einsortieren. Was wir gerade nicht brauchen. Puh, Gott, die ist vielleicht ein bisschen viel Zunder, den wir gerade haben, ha? Huh? So viel Zunder. Ja, komm, wir können alles umlagern. Braucht doch kein Mensch. Was soll ich euch übrigens erzählen? Ich habe angefangen, weil gestern ist für mich immer, wenn ich immer, also meist, das habe ich mir so angewöhnt. Das ist ja auch erst durch die neue Arbeit so. Ich habe vorher nicht am Samstag gearbeitet. Aber wenn ich manchmal Samstag arbeiten muss, dann ist irgendwie so, habe ich meistens Montag frei und dann ist irgendwie mein Montag mein Sonntag. Und habe gestern fast den halben Tag damit verbracht, ein Spiel zu spielen, was gerade bei The Long Dark schon sehr oft vorgeschlagen wurde, dass ich das doch mal machen soll. Ich mir aber nie so sicher war, weil das eigentlich eine Thematik hat. Es handelt sich um Subnautica und es hat eigentlich eine Thematik, spricht mich nicht so an. Nämlich unter Wasser. Ich bin der typische, ich hasse eigentlich auch so Unterwasserlevel. Das war für mich immer so, oh Gott, ich war immer froh, wenn ich mit den Unterwasserleveln fertig war. Und ich muss sagen, ein bisschen geht mir bei Subnautica auch so. Also da spielst du die fast die ganze Zeit unter Wasser, aber so bestimmte Sachen, da bin ich einfach nur froh, wenn ich sie hinter mich gebracht habe. Und ich muss das sagen, ich fühle mich manchmal sehr beengt ich weiß nicht, ob ich Angst habe. Ich meine, ich spiele super gern Gruselspiele. Aber manchmal bei Subnautica muss ich schon sagen, das ist schon manchmal sehr beängstigend und sehr beengt. Und irgendwie hat man so, ja, also ich glaube, Leute, es gibt halt hier so eine Angst vor Tiefen, vor Meerestiefen, glaube ich. Und wenn man da manchmal irgendwie ein Stück so weit geschwommen ist und dann ist irgendwie gar nicht mehr alles hell und man merkt so, oh, man ist vielleicht ein bisschen zu tief getaucht und dann sieht man nur so einen Schatten und denkt sich so, ah, so, ach du Kacke, weg. Das ist schon krass, aber das, finde ich, spricht auch sehr für das Spiel, dass das Spiel atmosphärisch ist, wirklich. Und ich hätte auch wirklich gar nicht gedacht, dass mich das, ja, sagen wir mal so, mitreißt. Also ich saß da gestern wirklich eine ganze Weile, also eigentlich einen halben Tag, und habe das halt gespielt und dachte mir eigentlich so, ist wirklich eigentlich wirklich ein richtig, richtig cooles Spiel. Es macht wirklich sehr viel Spaß und ich habe auch voll Bock weiterzumachen. Und ich habe das mal so als Anlass gesehen. Ich finde das irgendwie immer schwierig bei gerade Spiele, die schon so lange auf dem Markt sind, gerade wie Subnautica. Ich finde das da manchmal ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht, ob das dann interessant ist, wenn jetzt einer wie ich sagt so, hey, ich fange jetzt an, Subnautica aufzunehmen. Ist das überhaupt interessant zuzuschauen? Weil ich habe ja dann, also gestern zum Beispiel hatte ich halt auch noch gar keine Ahnung. Und ich habe aber überlegt, da gibt es jetzt, ich hatte ja schon mal erzählt, dass es davon jetzt dieses, wie heißt das? Zero? Nur Zero? Heißt das nur Subnautica Zero? Oder hat das noch einen Beinamen? Wo alles so ein bisschen mehr, glaube ich, mit Schnee und Eis gemacht ist. Könnte man ja überlegen, mal zwischenzeitlich eine Long Dark Pause zu machen und das auszutauschen. Jetzt, wo es bald Sommer ist, nein. Aber könnte man tatsächlich mal überlegen. Oder ich überlege das tatsächlich, weil das ja auch noch in der Early Access ist. Und ich mag super gerne Early Access Spiele. Ich spiele irgendwie super gerne Early Access Spiele. Hab da irgendwie total meinen Gefallen. Kriegt man hier ein Lagerkolle in dem Spielmodus? Ich habe das Gefühl, wie viele Tage sind wir schon? Müsste jetzt der dritte Tag sein. Wir haben noch keinen Buff.
Sieht ein bisschen schlecht aus für den Buffer. So, was esse ich denn jetzt? Ich glaube, ich esse weiter Pfirsiche. So. Na dann. Aber erstmal eine Runde schlafen. Ach, schon wieder? Habt ihr nicht erst letzte Nacht eine? Komisch, schaffen wir noch 3 Stunden? Schaffen wir das noch? Ja! Satt! Aha, es gibt satt. Es gibt satt. Es gibt satt. Nach 3 Tagen. Mir war nämlich auch so, dass das, wenn man 3 Tage lang. Okay. Und ich weiß ja nicht, steht das da? Warte mal, ich will mal was gucken. Wo ist er denn? Ein einfacher Beutel aus Elchhaut macht die Last für müde Wanderer leichter. Macht die Last leichter. Was bedeutet das denn? Schade, dass da nicht mehr steht. Schade, dass da nicht mehr steht. Das ist halt auch neu hier, ne? Wiegen die Dinge dann weniger? Ich kann mir das halt irgendwie noch so vorstellen. Elchholzmantel. Ein Mantel ist Elchholz schwer, bietet aber deutlich Schutz vor feindseligen Wildtieren und ist sehr wasserdicht. Eine seltene Trophäe. 4 Kilo. Puh, minus 10, das geht ja eigentlich nur. 25% ist heftig. 9, also das ist sehr krass. Es geht eigentlich. Der Schutz ist natürlich heftig, ne? Der Schutz ist sehr, sehr heftig. Okay, kann sein, dass jetzt erstmal. Oh, warte mal, mir juckt gerade mein Auge. Oh. Oh, wartet. Oh, ich hab's gleich. Oha. Ist wahrscheinlich, weil ich müde werde. Und wenn ich dann geschminkt bin und müde werde, jucken meine Augen immer ganz schlimm. Was wollte ich tun? Ich wollte warten, weil wir nicht mehr schlafen können gerade. Oh, oh nein. Wir müssen unbedingt essen. Essen, essen. Oh, I could eat anything right Ja, genau, ich verstehe dich. Ich verstehe dich. So, trinken können wir auch. Ich glaube, ich gehe mal hier essen und trinken in dem Menü, einfach weil ich immer gucke danach, ne? Und ich finde im Kreismenü ist das mir. Also ich weiß, dass ich das belegen könnte, aber ist mir das, was Essen und Trinken angeht, noch ein bisschen zu ungenau, wenn ich ehrlich bin. Wir müssen noch mal 2 Stunden warten. Aber dann geht's los. Dann geht's wirklich los. So, den Rest, den schlafe ich jetzt. Oh, starving. Alter Enna, was ist denn los mit dir? Warum hast du denn so viel Hunger? Komm, trink eine Dose. Und eine gute Idee war, zu schauen, welchen Schwierigkeitsgrad wir haben, indem ich Wolfsfleisch esse. Dafür bräuchte ich ein Messer. Nee, bräuchte ich gar nicht. Wenn der noch nicht gefroren ist, brauche ich kein Messer. Ich glaube nämlich, wenn das hier die Schwierigkeit Reisender ist. Ich glaube, das ist wie im Story-Modus. Dann kriegt man keine Vergiftung, keine Darmparasiten. Sehr schönes Wetter, ich höre es schon. Picknick. Das passiert nämlich nur ab Stalker. Ich glaube, ab Stalker. I would eat anything right now. Wolf vielleicht, Anna? Einen Wolf? Ich esse mal die letzte Peach-Dose. Dann reicht es aber auch hier, junge Dame. Reißen Sie sich mal zusammen. Ich kann gerade auch nicht essen. Weil gerade, dass ich Halsschmerzen bekomme, meine Güte. Ich habe so richtig, richtig gesund, bin ich wirklich noch nicht. Man denkt nicht immer, ne? Und dann macht man sofort los. Ich guck mal kurz. Und dann ist es doch nicht so richtig. Ja. Das ist.
toll. Tschüss. Tschüss draußen. Was macht man in solch stürmischen Zeiten? Richtig, man repariert. So, fangen wir mal an. Fangen wir bei dieser Hose an. Reparieren. Los geht's. Klasse. So, diese Socken, ich repariere sie einfach mal und pack sie dann erst in den Schrank, wo sie hingehören, weil wir sie gerade noch nicht... Ich habe irgendwie das Gefühl zur Zeit, dass ich irgendwie komisch irgendwie hinter meinem Mikrofon verschwinde. Wo ist denn das mein Mikro irgendwie? Naja. Ist übrigens auch immer wieder schön. Ich hatte gestern hier die... Also, wie soll ich das beschreiben? Nicht direkt meine Vermieterin, weil ich kenne meine Vermieter nicht. Es sind so Leute, denen das Haus hier gehört, die lassen es aber verwalten. Und von der Verwaltung sozusagen, die Chefin war gestern hier. Weil, was ist das hier? Es ist halt ein sanierter Altbau und man hat manchmal ein bisschen damit zu tun, wegen der Feuchtigkeit und wegen ein bisschen mit Schimmel an den Fensterrändern. Das ist immer ein bisschen blöd und war das einfach nur abgeklärt haben. Nicht, dass irgendwann heißt, na doch, sie sind da dran schuld. Und, wir haben keinen Stoff. Und bin mit ihr halt durch die Wohnung hier. Und wenn die Leute dann immer hier so vor meinem Schreibtisch stehen, was ist das denn da? Also meistens zeigen sie auf die Softbox und dann, das habe ich schon mal beim Fotografen gesehen. Das ist aber eine kleinere Variante davon, oder? Was machen sie denn hier? Ich weiß auch nicht, weil sie sagt, manchmal beobachten mich, glaube ich, auch die Nachbarn, wenn die hier lang gehen mit ihren Hunden oder so. Und gucken natürlich hier hoch und das ist halt schon sehr auffällig. Das ist was anderes, wenn ich hier nur im Dunkeln sitze und meine Kopfhörer leuchten zwar, aber ist, glaube ich, was anderes, wenn ich hier einfach nur vor dem Bildschirm sitze und zocke, als wenn ich halt noch dieses Licht, was mich anstrahlt. Das sieht, glaube ich, sehr kurios von unten aus. Aber ja, wie willst du das sehen? Also, das ist wirklich... Manchmal frage ich mich, wie zum Henker soll ich dir jetzt erklären, was ich da mache? Das ist immer ganz süß. Gescheitert. Das ist nicht süß. Never been so hungry in my life. Ach, Anna. Also der Will, der war da nicht so. Ja, ich kann es mir einbilden, aber kann es sein, dass Anna wirklich exorbitant viel Hunger hat? Merkwürdig, merkwürdig. Oder ich spiele hier gerade einfach nur irgendwie schneller oder es kommt mir halt... Weil wie viel schlafen oder so? Ich weiß es nicht. Vielleicht verliert man ja im Story-Bonus... Story-Bonus. Im Story-Modus weniger Kalorien beim Schlafen. Ich weiß nicht. So, Wasser ist auch noch genug da. Wäre jetzt einfach mal schön, wenn der Wind weggehen würde. Kann ich gerade nicht gebrauchen. Und ich kann es jetzt auch nicht gebrauchen, schlafen zu gehen. Weil ich... Dann kann ich in der Nacht nicht schlafen. Dann muss ich warten. Oh Gott. Die alltäglichen Probleme in The Long Dark. Sonst wäre mir das gar nicht so wichtig, weil sonst hätte ich Anna hungern lassen. Das kann sie ganz gut eigentlich, aber... Ich meine, noch brauchen wir auch noch nicht den Buff. Noch ist der nicht super wichtig. Er ist einfach den ganzen Tag über. Er tippt halt einfach nicht. Es gibt's einfach nicht. Ach. Was für ein Pech. Was für ein Pech. Dann nimmt man sich mal was vor und dann passiert sowas. Willkommen bei The Long Dark. Willkommen. Tja, nun. Was machen wir jetzt? Wir machen jetzt... hier wollte ich doch gar nicht hin. Hier wollte ich hin. Komm, wir flicken noch ein paar Sachen.
Na, wenigstens was zu tun. Wir flicken mal diese Hose. Und... Puh. Was flicken wir denn noch? Wir haben diese an. Was habe ich eigentlich? Ich habe das und die Mütze, ne? Ja, okay. Das und die Mütze und den Schal flicken wir mal. Dass wir hier nicht ganz so blöde rumstehen und irgendwas zu tun haben. Hier kriegen wir wenigstens noch Punkte dabei. Ach ja. Ach ja, jetzt wird es noch schlimmer, klar. Oh, jetzt ist es weg, glaube ich. Oh, jetzt ist es vorbei. Wartet mal. Wartet mal, wartet mal. Ich meine, der Turm, der ist nicht weit weg. Der ist einfach nicht weit weg. Moment. Und hier so. Gott, wie gerade mal richtig schlimm geworden ist. Ist das immer so bei dem Blizzard? Dass der dann so einen Moment hat, wo der voll schlimm ist? Ja, nehme ich. Geht schon. Passt schon. Bin ich wählerisch. Gerade beim Wetter. Der ist hinter mir. Ich hab ihn gehört. Ich habe ihn gehört. Le Wolf ist hinter mir. Also zumindest habe ich links irgendwas rascheln gehört. Stimmt, geht jetzt ja hier lang. Ich habe immer noch den alten Weg irgendwie im Kopf. Dass wir ja mal ein bisschen vorankommen wenigstens. Nicht die ganze Zeit so rumduddeln. Und ab hoch. Ui. Danke. Danke, Hagebuttenbaum. Ja, wir könnten uns auch angreifen lassen. Oh, hier sitzt keiner. Vielleicht haben wir dann Glück und der... Na okay, durch was soll er sterben? Wir haben ja gar nichts zum Angreifen. Hm. Aber zumindest ist hier eine Truhe. Oder der Behälter, der leer ist. Willst du mich dann verheiern? Tja, gut. Ja, hat sich ja voll gelohnt. Guck mal, hier können wir da Teile rausnehmen. Nein, leider nicht. Okay, hat sich nicht gelohnt. Schade, schade, schade. Schade Marmelade. Dann müssen wir wohl doch. Das ist ja wirklich ärgerlich, ha? Das ist wirklich ärgerlich. Guck, ob ich... was von Weitem sehe. Also ich habe das Gefühl, dass Anna... Dass Anna in einem Part mindestens 5-mal sagt, dass sie ein Pferd essen könnte. Und dass Will diesen Satz im ganzen Story-Modus vielleicht einmal gebracht hat. Ich weiß nicht, woran das liegt. Hat Will dieses Sample nicht mit das... Nee, der sagt auch I could eat a horse. Bin mir sehr sicher, dass er das sagt. Aber halt nicht so oft. Scheiß Kackwolf da unten. Sind da zwei Kackwölfe unten, oder? Gerade eingebildet. Wo ist der denn jetzt? Wo ist der Kackwolf? Da hinten. Na okay, dann kann er ran. Der schlawinert hier wirklich rum bei uns. Hallo! Hallo Sie dort! Hallo Sie Wolf! Ja, wir müssen dann dort lang. Könnten wir ja die Schule mitnehmen. Ich muss mal schauen, weil da hinten sind ja auch wieder eine Armada, denke ich mal, von Wölfen. Ja, bleibe stehen. Bleibe stehen, kleiner Wolf. Aber das machen wir dann erst, denke ich mal, dann wirklich am nächsten Tag. Ja, das machen wir so. Bin nur leider überhaupt nicht müde. Also jetzt im Spiel.
Im Real Life sieht das ganz anders aus. Was tue ich denn jetzt? Ich kann nämlich gar nicht schlafen. Vielleicht gehe ich doch nochmal meinen Plan hier. Einfach zu reparieren. Wie viel Stoff haben wir denn noch? Gerade mal ein Stoff? Sag mal, habe ich nicht irgendwie voll die Vorhänge hier abgeerntet? Zum Glück brauchen wir da kein Messer für. So, vielleicht reicht es ja noch für einmal reparieren, weil sieht schon ganz schön dunkel aus. Aber wir haben jetzt eine Lampe, ne? Wir haben ja jetzt eine Lampe. Ich habe schon vergessen. Aber wir haben auch eine Taschenlampe. Gerade für die Aurora ganz gut. Ja, Level 2. Das ging richtig schnell, ne? I'm gonna need to eat soon. Das ging schon ganz schön schnell. Aber am Anfang repariert man halt auch eigentlich wirklich viel. So, hier die Socken noch. Und Anna hat wieder Hunger, aber... So, nee, wirklich müde sind wir nicht. Kann man nicht sagen, dass wir müde sind. Peppe de Peppe. Kann ich mir auch immer noch nicht herstellen? Wie viele Hagebutten brauchen wir denn dafür? Anscheinend sehr, sehr viele Hagebutten. Steht es da, wie viele Hagebutten man dafür braucht? 24. Ja, natürlich. Natürlich, natürlich, natürlich. So, was tue ich denn jetzt? Ich brauche ja nicht mal irgendwie Wasser oder so, dass ich Feuer mache, um zu kochen oder so. Meine Güte, das ist aber eine Predouille hier gerade. Ich könnte natürlich versuchen, dann rauszugehen. Meint er, wir kriegen eine Aurora? Schon wieder? Nee, ich glaube, diese Nacht kriegen wir keine. Wir hatten jetzt zwei Nächte hintereinander eine Aurora. Sonst gehe ich einfach mal, sonst mache ich mal was. Was ich noch gar nicht gemacht habe, ich gehe einfach raus. Mit der Taschenlampe. Und gehe rüber zum Bauernhaus. Dafür brauchen wir aber die Aurora. Ah, sieht schlecht aus. Wir hatten sie halt schon ganz schön oft die letzte Zeit. Kann man nichts machen. Ich glaube, 2 Stunden kriegen wir nicht mal mehr hin, weil wir ausgeruht sind. Komplett erholt aufgewacht. Wir könnten aber auch mal allgemein schauen, was ist denn draußen gerade so für Wetter? Ja, da geht man doch gerne raus. Nein, schade, so Anna. Jetzt? Mitten in der Nacht hell wach sein ist immer ein bisschen blöd, ne? Da weiß man immer nicht so richtig, was man mit sich anfangen soll. Tja, ich glaube, das werde ich im nächsten Part herausfinden, was wir mit uns und Anna anfangen. Ach, je, ha je. Aber ich werde es noch schaffen. Ich denke mal, wenn uns ein Part lang damit beschäftigen, zum Bauernhaus zu kommen, im Bauernhaus zu sein und dann sortiere ich mich ein bisschen, gehe zur Tankstelle und dann können wir ja... Hängt da eigentlich schon ein Seil? Das ist auch eine gute Frage. Und dann können wir schon rüberjuckeln zum Rätselsee. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder hier in Milton. Bis dann. Tschüss. This is me against the world.